Herzlich willkommen an der Kreismusikschule Straubing-Bogen. Mein Name ist Thomas Schiffer, ich bin Saxophonlehrer und möchte mit diesem Video das Saxophon vorstellen. Das Saxophon gehört zu der Gruppe der Holzblasinstrumente, auch wenn der Korpus aus Metall ist. Und es hängt in erster Linie damit zusammen, dass die Tonerzeugung mit Hilfe eines Rohrholzblattes ähnlich wie bei der Klarinette erfolgt. Die Griffweise, genauso auch wie bei der Klarinette, ähnelt der Flöte. Erfunden wurde das Saxophon im Jahre 1840 von dem Belgier Adolf Sax, nach dessen Namen es benannt wurde. Das empfohlene Einstiegsalter für Kinder liegt bei 9 bis 10 Jahren, wobei es in erster Linie auch wichtig ist, dass die Finger lang genug sind, damit ich um den Korpus rumgreifen kann und nicht unabsichtlich irgendwelche Seitenklappen berühre, die dann aufgehen und das Instrument fürchterlich zum Quietschen anfängt. Saxophon ist ein sehr vielseitiges Instrument, das in der Klassik, im Jazz, im Blues, im Rhythm and Blues, Rock'n'Roll, Soul, Funk, lateinamerikanische Musik und auch Rockmusik eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Saxophonen. Es ist wie bei den Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bariton, das sind die gebräuchlichsten Saxophone. Das ist hier ein Altsaxophon und das ist auch das Instrument, mit dem Kinder in diesem Alter mit 19 Jahren in der Regel beginnen. Das nächstgrößere Saxophon wäre das Tenorsaxophon. So ein bisschen größer wie das Altsaxophon und je größer das Instrument ist, desto tiefer ist es auch vom Klang. Ich hoffe, ich habe mit diesem Video euer Interesse für diese Instrumente geweckt. Vielen Dank.